Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sunny Clayton. Ich möchte euch heute gerne mitnehmen und euch die Kunst der Spraydose etwas näher vorstellen. Ich habe hier also eine schöne Unterlage und auf dieser Unterlage habe ich das Papier, auf dem wir das Bild jetzt sprayen werden, schon mal angebracht. Hier so einen kleinen Sprühschutz. Und was genau für Materialien wir benötigen, ja, was wir alles benutzen können für das Spraypainting, darauf komme ich später noch. Und auch während der Arbeit werdet ihr sehen, welches Gerät ich gerade in die Hand nehme und gebe eine kleine Erklärung dazu ab. Und hier eine wunderschöne Dose, also eine sehr gute Dose mit hervorragenden Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wie in diesem Bild auch einen Planeten haben, sprühen wir also einen Planeten. Und wir versuchen immer von hinten nach vorne zu arbeiten. Das heißt, die Farben, die ich als erstes aufsprühe, die werden dann nachher bei der Bearbeitung auch wieder oben auftauchen. Also, fangen wir einfach mit dem Planeten mal an. Das heißt, hier oben arbeiten wir ein wenig mit Gelb. Gehen dann stufenweise in den dunkleren Bereich hinein. Schönes Rot, ein kräftiges und vielleicht noch ein sehr dunkles Rot. Wichtig ist dabei, dass die Farben auf jeden Fall decken. Das heißt, ich möchte jetzt von der ersten Farbe, die ich benutzt habe, das Gelb, nichts mehr sehen. Ja? Das heißt, das Rot überdeckt den Bereich komplett. Ich kann, um stärkere Kontraste auch hier zu erfahren, einfach auch noch ein bisschen mit einer noch dunkleren Farbe drüber arbeiten, zum Beispiel das Schwarz. Und jetzt haben wir vier Farben übereinander, die alle flüssig sind und flüssig bleiben müssen, ganz wichtig. Und können dann mit dem Zeitungspapier dort unsere Muster reinmachen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Zeitungspapier zu falten, wie auch immer. Aber am Anfang fangen wir einfach mal an. Wir legen das Papier einfach flach in die Farbe hinein, drücken einmal leicht, ziehen ab und schon sehen wir, haben wir dort unsere ersten Konturen. Das Ganze kann man wiederholen, bis der gewünschte Effekt vorhanden ist. Ihr seht, jetzt gehe ich drauf und es wird noch heller. Ich kann nochmal drüber gehen und es wird noch heller. Ja? So bekommt man also wunderschöne Effekte hin. Jetzt wichtig, damit ich jetzt einfach nicht nur so eine flache Scheibe habe, ist es auch schon ganz interessant im fortgeschrittenen Bereich das Ganze mit ein bisschen Licht und Schatten zu beleuchten. Und Licht machen wir einfach, wir stellen uns vor, das Licht kommt von hier oben, sprühen wir einfach hier oben ein bisschen Weiß gegen und auf der anderen Seite natürlich, logischerweise, den Schatten. Einfach eine gerade Linie ziehen und das war es dann auch schon. Ich habe diese Deckel hier vorbereitet, das sind solche ganz einfachen Unterdeckel für Blumentöpfe. Und hier ist es einfach wichtig, dass der Deckel einfach ganz leicht drauflegen, basta, mehr brauche ich gar nicht machen. Dadurch, dass ich natürlich später auch noch andere Bereiche haben möchte, wie zum Beispiel Felsen hier vorne, in den Seiten so den Wasserfall oder den Fels vom Wasserfall, ist es wichtig, dass ich kurz mal das Bild so ungefähr sehe. Aha, so und so werde ich das Ganze hier hinstellen und dementsprechend auch ein bisschen den Untergrund schon vorbereite. Das machen wir einfach mal. Hier ein bisschen Untergrund von dem Wasserfall, von dem Felsen, wo der Wasserfall rauskommt. Hier vorne so ein paar Felsen. Und an der Seite können wir auch nochmal ruhig, kräftig, viel Farben benutzen, den Untergrund so vorbereiten. Gelb, Orange zum Beispiel. Ich kann die gleichen Farben nehmen, die ich auch im Planeten benutzt habe. Kann aber auch andere Farben nehmen. Aber ich orientiere mich gerne so, dass ich die gleichen Farben, die ich im Planeten habe, auch im Rest des Bildes habe. Hier wieder das Rot, auch kräftig, muss nicht deckend sein in diesem Fall, aber zumindest so viel, dass die Farben flüssig bleiben. Ganz wichtig zu beachten, wenn ihr in der Sonne arbeitet. Ja, da müsst ihr noch ein bisschen mehr benutzen. Am besten ist natürlich, wenn ihr einen Sonnenschirm habt, das Ganze im Schatten macht, denn die Farben trocknen sehr schnell leider in der Sonne und da ist es dann schon etwas schwieriger. Da muss man also schon geschickt sein und auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ja? Das haben wir jetzt gemacht, diesen hier der Wasserfall, hier so ein paar Felsen, ja, und die verschwinden jetzt aber erstmal wieder. Und zwar wegen dem Hintergrund. Das heißt, wir machen jetzt hier praktisch den Himmel fertig, füllen einfach den ganzen Bereich, der noch gar nicht gesprayt worden ist, besprayt worden ist. Einfach ausfüllen, ja, schöne zügige Bewegungen, nicht so auf dem Punkt stehen bleiben, dann kriegt ihr Flüssigkeit hier drin, sieht das aus wie so ein kleiner See. Deswegen immer bewegen, ja. Den Deckel braucht ihr nicht mit ansprayen, kann man aber machen. Und wenn ihr das habt, ganz zum Schluss auch die Bereiche, die ihr schon vorbereitet habt mit den verschiedenen Farben. Und damit wir hier noch ein bisschen Arbeit bekommen, also einen Blick ins Universum bekommen, da würde ich immer sagen, so einfach ein bisschen spielen, ja, mit dunklen Tönen mal drin. Umso dunkler, umso tiefer wird das Bild, ja? Wenn ich hier Bereiche reinsprühe,
Ja, habe ich tiefe Bereiche. Das Blaue ist vorne, das Schwarze ist hinten und macht das Bild halt dreidimensionaler. Und das ist ja auch gerade das, was diese ganze Technik ausmacht, diese bewegten 3D-Bilder praktisch, ja. So. Ja, hier ein kleiner Trick von mir, das heißt, jetzt kann man Sterne sprühen zum Beispiel so. Dafür drücke ich also nicht kräftig auf die Dose rauf, so, sondern ganz leicht nur und knick mit meinem Daumen diesen Sprühkopf so ein bisschen ab. Dadurch wird die Luftzufuhr unterbrochen. Ja, und die Dose fängt an zu sprenkeln. Und so kann ich natürlich ganz einfach Sterne darstellen, ja, im Universum. Wenn das gar nicht klappen sollte, ja, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, ich habe dafür auch ein bisschen gebraucht, einfach die Finger nehmen, zusammenhalten, selbstverständlich Handschuhe anziehen vorher, bisschen drauf sprühen, das reicht schon und klack, klack, klack. Dann kann ich einfach mit den Fingern meine Sterne ins Bild schnipsen. Ja, was haben wir denn hier drunter jetzt? Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir nehmen mal den Deckel ab, weil was anderes kann ich eh nicht mehr machen. Vorsichtig den Deckel abnehmen, zack, und da haben wir schon, der Planet. Also alle sehr, sehr einfache Technik, wie ihr seht. Um da jetzt weiterarbeiten zu können, ist es wichtig, dass ich jetzt diesen Bereich, den ich vorbearbeitet habe, auch nochmal mit dem Schwarz hier, nochmal nachziehe. Sonst würde ich, wenn ich gleich da drin arbeite, nur so eine rote Farbe rausbekomme und nur das Gelb. Das wäre unspektakulär, unscheinbar. Aber jetzt, wenn ich nämlich mit dem Schwarz hier nochmal reingehe, habe ich zwei Vorteile. Erstens, die Farbe darunter wird nochmal richtig flüssig. Ja. Und ich habe natürlich mit den verschiedenen Farben Kontraste wieder, sodass das Bild also bewegt ist, ja, belebt ist vor allen Dingen. So, das hier ist auch eine ganz interessante Technik, sieht auch so einfach aus am Anfang. Ja, ich nehme dieses Papier einfach in die Hand und knüll das professionell zusammen. Ist eine Übungssache natürlich, aber ich zeige das nochmal ganz kurz. Man kann einfach mit beiden Daumen hier drüber greifen und dieses Papier praktisch so zusammenziehen. So habe ich dann eine schöne, ordentliche, saubere Kante hier vorne. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade mit diesen Kanten müssen wir arbeiten, ja. So eine Art Spachtelersatz, würde ich fast sagen. Und diese Kante kann ich härter machen, indem ich das Papier auch doppelt falte. So, jetzt habe ich hier so einen schönen rechten Winkel. Und mit diesem rechten Winkel kann man natürlich super arbeiten. Das heißt, hier auch wieder nicht so viel Zeit verlieren, sonst ist die Farbe da schwarz getrocknet und ich kann überhaupt nichts mehr machen. Also, los geht's. Wir gehen einmal in das Schwarz hinein. Schau mal, was kommt hoch. Aha, ist in Ordnung. Jetzt sieht man hier den Bereich. Die Kamera, dass man gut einfangen kann. Sieht man hier den Bereich, habe ich ein bisschen Sprühnebel. Damit dieser Sprühnebel nicht mehr da ist, arbeite ich nicht also nur im Schwarz, sondern ich gehe sogar in das Blaue hinein. Schaut euch das mal an. Ja, so ein bisschen drücken und zur Seite ziehen. Drücken, zur Seite ziehen. Und das machen wir immer oberhalb der Kante. Das heißt, hier ist die schwarze Kante und wir gehen über die schwarze Kante in den blauen Bereich hinein. Ganz wichtig, ja. So verschwindet der Sprühnebel und das Bild bekommt eine unwahrscheinliche Sauberkeit. Und dann kommt keiner mehr dahinter, dass es mit einer Spraydose gemacht ist. So. Ja, hier merkt man schon, hier wird es trockener. Da arbeite ich ganz schnell. Jetzt einfach mit dem Lappenpapier, zack, einfach rein. Da, wo die Farben rauskommen soll, gehe ich mit dem Finger drüber, ziehe und zack, habe ich hier die Farbe, die ich vorher schon draufgesprüht habe. Kann man hier genauso machen, hier vorne einmal drauf und drücken. Hier auch nochmal einmal drauf und drücken. Einfach im Schwarzen bleiben. Und hier haben wir auch noch ein bisschen. Einmal drauf drücken, abziehen. Das war's schon. Mehr brauchen wir gar nicht für unsere Strukturen. So. Okay. Ja, jetzt haben wir den Planeten vorbereitet. Den Hintergrund, das ist fertig. Darum brauchen wir uns nicht mehr zu kümmern. Die Felsen, ja. Lasst das Bild wachsen, als ob es echt wäre. Ihr müsst euch vorstellen, als ob da jetzt wirklich ein Felsen entsteht. Und aus diesem Felsen kommt von hinten plötzlich das Wasser gelaufen und stürzt vorne runter. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Die verschiedenen Möglichkeiten, die wir zum Beispiel jetzt hätten, ist hier mit Wasser zu arbeiten. Ich arbeite also gerne mit diesem Element, weil es relativ einfach darzustellen ist. Und hier in dem Fall können wir natürlich mit zwei Wasserfällen arbeiten, einer links, einer rechts. Wichtig ist jetzt einfach, dass wir natürlich auch dafür gewisse Materialien vorbereiten. Und da habe ich zum Beispiel hier mal so eine kleine Kante hingelegt. Und diese Kante, die besteht zum Beispiel aus dem gleichen Material, wo ich auch das Bild eigentlich drauf sprühe. Entscheidend ist hier, dass ich einfach mir kleine Stücke mache und versuche mit diesen kleinen Stücken zum Beispiel
so etwas wie einen Wasserfall nachzumachen, nachzuziehen, ja. Und hier sieht man schon diese Bruchkante hier, ja. Die kann ich also ideal benutzen, um da eben so fließendes Wasser darzustellen. Fangen wir einfach mal an. Auch an sich relativ einfach. Aber wie gesagt, dieses Stück, was wir hier gerade machen, das ist das Ziel für euch, ja. Das ist das Ziel. Wenn ihr das später alleine hinbekommt, so ein Bild zu sprayen, ja, dann kann ich euch kein großer Lehrer mehr sein. Und bis dahin werden wir noch einige Serien sehen, wo wir Step by Step nochmal die Vorgehensweise beim Spraypainting kennenlernen werden, ja. Gut. Hier in dem Fall, eben der Wasserfall, ist es wichtig, dass ich das Bild nach oben hin oder nach den Seiten hin relativ gut abdecke, weil die Spraydose, sobald ich sie jetzt wieder benutze, gerade weiß, nebelt natürlich gerne ins Bild hinein, ja. Also dementsprechend raus aus dem Bild sprayen, in diese Richtung, ja, nicht einisprayen, raussprayen. Nach oben hin habe ich ja abgedeckt mit der Kante, kann kein Sprühnebel mehr hinkommen. Also, hier darf es ruhig flüssig sein, ja? Ist ja auch Wasser, das läuft runter. Es darf ruhig flüssig sein, dementsprechend zack, zack. Ein kräftiger Zug, schön senkrecht nach unten, ja? Wasser fliegt ja nicht zur Seite oder sonst wohin, sondern es läuft senkrecht nach unten. Stellt euch das bildlich vor, wie das in echt aussehen würde. Das gleiche auf der anderen Seite, hier haben wir auch die Felsen. Ist egal, macht euch nicht so viel Gedanken darum, was hier gerade so entstanden ist, sondern die Frage ist, was entsteht? Hier das Gleiche, auch nach außen sprayen, raus aus dem Bild, nicht nach innen, nach außen, nach oben hin abdecken, zack, da haben wir es schon, schön flüssig, aufpassen, hier ist noch ziemlich viel Lack drauf, der könnte ins Bild tropfen, alles so kleine Details, aber dazu kommen wir später noch auf jeden Fall. So, und hier genau das Gleiche, Kante einfach mal umgedreht jetzt und einfach der Nase nach das Wasser nach unten ziehen oder laufen lassen. Und logischerweise gleich drüber nachdenken. Wenn das Wasser unten jetzt in das Wasser einstößt, also jetzt auf das andere Wasser drauf plätschert, logischerweise entsteht dort dieser Nebel, den wir kennen von diesen Wasserfällen, von den typischen großen. Und den müssen wir natürlich hier auch haben. Dazu decken wir den Bereich hier unten auch wieder ab mit der Kante, also den unteren Bereich, den ich noch nicht besprayt habe. Decke ich einfach hier mit dieser Kante ab und jetzt kann ich einfach diesen Sprühnebel hier einarbeiten. Das gleiche auf der anderen Seite. Hört auch einfach mal, wie ich spraye, ja? Kurze Sprühstöße. Der obere Teil jetzt in dem Fall geht schön weit nach hinten. Hier habe ich Raum, ja? Und alles, was jetzt hier unter dieser Linie kommt, unter dieser Kante, das geht logischerweise nach vorne, zu mir. Hier unten, ja, würde ich sagen, machen wir eine einfache Wasserlandschaft. Die Wasserfälle fallen also in den See hinein. Ja, der See spiegelt sich ein bisschen, ja, ein bisschen Wasserbewegungen. Hier vorne noch ein, zwei Felsen, ein paar Pflanzen und dann haben wir das eigentlich schon. Und hier arbeite ich auch schön dick, das ist ganz, ganz wichtig, schön dick arbeiten. Hört ruhig auch den Ton. Ich drücke hier volles Programm drauf. Füll die ganze untere Fläche hier. Kräftig, mit viel Farbe. Nehmt noch ein zweites Blau dazu. Das ist auch ganz eure Entscheidung, welche Farben ihr dort nehmt. Da gibt es keine Gesetze, das macht die Kunst ja so schön, ja. Ich könnte auch mit Grün arbeiten hier oder mit Lila, wenn es sein müsste, ja. Aber ich arbeite jetzt einfach mal mit Blau. Das Experimentieren, das kommt alles von alleine. Und die Farben müssen hier aber nicht zwangsläufig deckend sein, wie wir das oben hatten mit dem Planeten zum Beispiel. Damit wir auch einen Bereich zwischen dem Vordergrund und dem Horizont finden, ist es immer wichtig, eine Horizontlinie zu machen. Und diese Horizontlinie ist ja auch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Hier benutze ich auch die Kante, womit ich vorher den unteren Teil des Bildes abgedeckt habe, als Schablone. Ich kippe sie einfach nach oben im 90-Grad-Winkel oder kann auch ein bisschen höher gehen. Und dann sprühe ich einfach in diese Kante hier hinein. Aber relativ schnell, nicht so langsam. Wenn ihr jetzt so langsam bleibt, wird es zu viel weiß hier. Ja? Also ein bisschen, zack, das war's. Und jetzt kommt's. Meistens haben wir natürlich noch eine Lichtquelle. Das ist in dem Fall, so sagen wir mal, hier ein relativ weißer Punkt oder heller Punkt. Ich sage einfach mal so, das ist das Sonnenlicht in dem Fall. Einfach oben einsetzen, ganz kurz, hört euch das an, Achtung. Und jetzt ganz wichtig, mache ich einfach einen senkrechten Strich hier unten rein, der die Spiegelung darstellt. Kante abziehen, keine Zeit verlieren, ganz wichtig, wenn die Farben trocknen sind, könnt ihr sie nicht mehr verwischen. Und jetzt gehe ich einfach los mit meiner Hand und ziehe einmal von rechts nach links, kräftig oder auch hin und her, die Farben hier
ein wenig durchmischen, zack, von links nach rechts. Wichtig, waagerecht, ja, nicht irgendwie in der Kurve oder sonstiges. Schön waagerecht und dann entsteht eine wunderschöne, ja, Seelandschaft, möchte ich mal sagen. Soweit dazu. Jetzt haben wir also schon den Hintergrund, den Vordergrund und damit wollen wir jetzt einfach mal uns an das letzte Kapitel dieses Bilds wagen, das heißt Detailarbeiten. Fangen wir mal an, jetzt brauchen wir erstmal wieder Felsen, ganz wichtig, ja. Hier in dem Fall auch ein bisschen mit Schwarz. Einfach hier am Eck ein bisschen arbeiten. Und hier auf der anderen Seite auch. So, hier das gleiche wie vorhin auch bei den Wasserfällen, ja. Auch erstmal wieder in das Schwarz hineingehen. Gucken, was kommt hoch. Aha, das Blau. Warum Blau? Ich habe hier nicht vorher vorgearbeitet mit Gelb und Orange und so. Muss ich aber auch nicht, ja. Aber in dem Fall, man kann das sehr, sehr gut erkennen hier, diesen Bereich. Das werden also wunderschöne Felsen werden hier vorne. Gut, hier einfach schnell arbeiten, auch den Sprühnebel wieder beachten. Nicht nur im Schwarzen bleiben, sondern auch in das Blaue mit hineingehen, ja. Einmal drücken zum Beispiel, reicht völlig aus. Oder ihr könnt auch, anstatt zu drücken, könnt ihr auch ziehen. Zack, einfach mal so ziehen, ja, draufdrücken und ziehen. Es ergibt immer wieder andere Strukturen und ihr werdet immer wieder was Neues entdecken. Gut, so, das habe ich jetzt auch mal vorbereitet. Und damit wir das Ganze so ein bisschen mehr nach vorne ziehen können, können wir den Bereich hier etwas detaillierter darstellen. Und das mache ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mit diesen Spachteln hier. Und genau dieser Spachtel hier, der verhilft mir also, dieses Bild nachher zur Perfektion zu bringen. Gut, schaut euch das mal an. Hier einfach die Konturen der Felsen ein bisschen nachziehen. Zack. Und hier ist es ganz wichtig, aber das werdet ihr auch in der Zukunft lernen. Dieser Spachtel ist ja vorne sehr dünn und wenn ich ihn nur ganz leicht aufdrücke, macht er nur eine ganz dünne Linie, wie ihr hier seht. Wenn ich aber kräftig drücke, den Spachtel ordentlich durchdrücke, seht ihr das? Dann wird er auf einmal schön breit. Und genau dieses Spiel zwischen kräftiger Druck, leichten Druck, immer abwechselnd, wie auch immer, nicht im Rhythmus, das ergibt dann diese faszinierenden Möglichkeiten, fast realitätsgetreue Felsen oder sonstige Dinge nachzustellen. Ganz wichtig, ihr müsst auch immer auf der linken Seite bzw. auf der rechten Seite möglichst einen einheitlichen Stil bekommen, ja? Und wenn ihr den Spachtel hier benutzt, in diese Seite, dann ist es hier etwas schwieriger, in diese Seite zu arbeiten. Entweder ich bin Rechts- oder Linkshänder, also dementsprechend, ich gehe von rechts nach links. Und hier mache ich das Gleiche. Hier gehe ich auch von rechts nach links. Und dann bekomme ich also auch die gleichen Strukturen hin. Ja? So. Zack. Okay, da sieht man wunderschöne Strukturen. Und hier gleich weitermachen. Die Farben sind alle noch nass. Einfach hier ein paar Sträuche, Äste, Zweige reinbringen. Und das ist das Interessante bei der ganzen Geschichte. Jetzt erst verbindet sich das Bild. Nämlich dann, wenn ich zum Beispiel mit so einem Zweig hier in den oberen Teil des Bildes hineingehe. In dem Moment bekommt das Bild so eine Balance und ja, es geht einfach wesentlich näher an die Realität heran, als wie wenn ich halt nur so halbherzige Arbeit mache, einfach nur so einen Strich rein oder so, ja, nur bis zur Hälfte. Ganz wichtig, ja, einfach zack, arbeiten, ruhig bis oben hinein in das Bild. Kann nichts passieren. Machen wir hier noch ein paar. So, das soll reichen. Jetzt sieht man also diese Pflanzen ziemlich groß, ja, und umso größer das vorne ist, umso detaillierter das Ganze vorne ist, umso mehr kommt das Bild zu mir und der Bereich, der den Hintergrund darstellt, der ist ja nun so ein bisschen vernebelt auch und nicht so ganz klar dargestellt, weil ich hier auch nicht mit dem Spachtel gearbeitet habe und der rückt dann nach hinten. Dadurch bekomme ich halt also auch ein sehr, sehr schönes, tiefes und räumliches 3D-Bild. Soweit dazu. Das ist jetzt die reine Sprühkunst gewesen, ja. Und jetzt können wir natürlich noch mit kleinen Details arbeiten. Ganz einfach. Ich möchte mal was demonstrieren hier, wozu ich aber später noch genau komme. Denn wir können auch mit der Spraydose extrem gut die Natur zum Beispiel darstellen. Dazu benutze ich also gleich zwei oder drei Farben, die ich hier drauf sprühe. Und dann mit einem Schwamm, mit einer speziellen Technik, dann gleich perfekt hier übertrage. Also ganz wichtig, der Schwamm, das ist ein Naturschwamm, ja. Allerdings synthetisch hergestellt, also eine Nachahmung. Wenn ich nur so ein Stückchen da rausreiße, habe ich hier wunderschöne Strukturen. Und diese Strukturen, ja, die helfen mir einfach dazu, fantastische Effekte hier und in dem Fall eben Wälder oder kleine Bäume einzubringen, darzustellen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Hilfe für uns. Und wie wir wissen, haben wir auch immer Licht und Schatten.
Ja, der Baum selber zum Beispiel ist innen drin relativ dunkel und nach außen, je nachdem, wo das Licht eben gerade aufprallt, da wird der Baum heller. Und das können wir einfach ganz, ganz, ganz einfach darstellen. So, nehmen wir ein dunkles Grün. Darüber machen wir einfach mal ein helles Grün, ja? Und das ist jetzt die interessante Geschichte. Aufpassen. Wichtig, ich darf jetzt diesen Schwamm nicht komplett in das dunkle Grün eintauchen, sondern nur den unteren Teil. Also das heißt, ich kippe ihn so, ja, ich habe hier den unteren Teil vom Schwamm, das kann man gut erkennen. Und dann, wenn ich in den hellen Bereich hochkomme mit dem Schwamm, dann fange ich an, den Schwamm ein bisschen nach vorne zu kippen. Und so kann man schön erkennen, dass hier oben ein heller Bereich ist, mit einem kleinen Übergang in den dunklen Bereich hinein. Das ist meine Beleuchtung. Ja, schaut euch das an. Einfach, ganz einfach aufsetzen. Erst ein bisschen mit Dunkel arbeiten, dann ein bisschen nach oben kippen. Und so kann ich natürlich ideal irgendwelche Bäume, Sträucher oder sonstiges darstellen. Ja, nochmal ein bisschen nachgehen. Zack, ganz leicht aufsetzen. Keine große Action machen. Einfach nur ganz einfach arbeiten. Damit wir das schön darstellen können, ein paar Zweige reinziehen, die brauchen nicht deutlich zu sein, nur so angedeutet. Das Ganze mache ich auch noch immer gerne ein bisschen heller, indem ich noch ein helleres Spray benutze. Zum Beispiel in dem Fall das Gelb. Jetzt kann ich diesen Schwamm hier nicht mehr benutzen. Nehme mir einfach ein neues Teil. Und damit wir da noch ein bisschen mehr Bewegung reinkriegen, ein bisschen mehr Leben, ja, nehmen wir noch ein bisschen helleres Gelb, was sich auch mit dem Grün vermischt hier drunter, was wir vorher drauf hatten, und machen hier nochmal so ein paar kleine Highlights. Das reicht völlig aus. Jetzt hat hier vorne dieser kleine Wald schon richtig Bewegung und Tiefe. Das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Einfach so ein bisschen spielen mit den Farben hier, damit das Bild nicht so langweilig wird. Ja. Zack, einfach rein hier. Ohne, dass ich groß drüber nachdenke, wo ich jetzt gerade was setze. Ja. Wichtig allerdings immer wieder Licht. Ja. Ein bisschen das Ganze beleuchten von hier aus. Das heißt, das Licht trifft hier auf. Ja, und diese Ecken hier vorne, diese Kanten hier vorne, nicht hier hinten, sondern hier vorne, die werden halt ein bisschen hell angedeutet und dementsprechend bekommen sie also auch richtig schön Volumen. So, zack, 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 bumm, nicht so viel machen, ja, nur so ein kleines bisschen, ja. Das reicht schon völlig aus, ja. Wenn ich ganz verrückt bin, ja, gehe ich sogar noch ein bisschen mit einem kleinen Rot rein. Kann ja sein, dass noch kleine andere Büsche oder andere Pflanzen dazwischen sind, ja. Und einfach hier, bumm, noch so ein bisschen da reinbringen. Reicht völlig aus und schon bekomme ich so ein bisschen Bewegung. Und ja, einfach Natur auch in dieses Bild hinein. Ne? Auch hier wieder so ein paar kleine Äste, so ein paar kleine, ja, Kratzer reinziehen, möchte ich mal fast so sagen. Man braucht da gar nicht viel machen, ja. Es reicht völlig aus, wenn da einfach nur so ein paar kleine, ja, praktisch Kratzer reingemacht worden sind, ja. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut, der Hintergrund hier mit den Wasserfällen. Auch die Spiegelung hier von der Sonne hier im Wasser gefällt mir sehr, sehr gut. Hier vorne auch die ganzen Äste und so weiter und so fort. Das ist also schon ein tadelloses Bild. So, da braucht man also gar nicht mehr so viel zu machen. Ja, ganz wichtig natürlich bei jedem Bild immer die Unterschrift, die ich gerne hier unten im Schwarzen setze mit meinem Namen. Das war es eigentlich schon mit unserem ersten Bild hier. Wie gesagt, das ist unser Ziel. Ja? Dieses Bild ist unser Ziel. Es mag euch jetzt sehr kompliziert vorkommen, sehr schwierig. Ja? Der ganze Umgang mit den Dosen, mit den Spachteln und so weiter ist natürlich auch ein Handwerk. Aber ich konnte es ja auch nicht vom ersten Tag an. Das heißt, ich musste es auch lernen. Und ich habe eigentlich mit meiner Kunst angefangen und habe praktisch auf der Straße gelernt. Und auf der Straße, da habe ich mich vergessen. Da habe ich vergessen, dass ich ein Anfänger bin, dass ich eigentlich, ich bin jetzt da und mache jetzt meine Performance, mache jetzt meine Kunst. Und da wurde ich besser. Von jedem Bild, von Bild zu Bild wurde ich besser, habe mehr Erfahrungen gemacht und habe mich dann in den Bereich bewegt, dass ich heute das Ganze auch als Lehrer eben anbiete. Und ja, ich hoffe mit großem Erfolg auch hier bei uns in der Serie im Fernsehen. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich. Stellt euch das Bild hier nochmal zur Ansicht hin. Schaut euch das in Ruhe an. Wie gesagt, das ist unser Ziel. Gemeinsam werden wir jetzt in den nächsten Serien, in den kommenden Serien, die ganze Technik nochmal von vorn bis hinten durcharbeiten. Möglichkeiten, die sich dort ergeben. Und
Ich freue mich dann das nächste Mal, euch zahlreich wieder im Bildschirm zu treffen und dann die wirklichen Anfänge im Spraypainting mit euch gemeinsam zu erlernen. Vielen Dank.